Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800 Let's Play Vanilla. Und wir starten heute mal wieder in der neuen, in der alten Welt, werden aber relativ schnell in die neue Welt wechseln. Wir brauchen erstmal hier noch ein paar Dampfer, weil wir uns heute darum kümmern möchten, dass unsere Einwohner auch wieder Kaffee bekommen. Schaue ich mal in die Routen und da sehen wir quasi nichts, denn unsere Einwohner kriegen keinen Kaffee. Wir haben das einmal manuell gemacht gehabt, um hier zu upgraden und das war's. Dementsprechend gibt es jetzt ein neues Handelsroutenmenü, nämlich von hier aus wollen wir Kaffee aufladen. Schauen wir uns das doch mal an. Da ist das Lager auch rappelvoll. Und das Ganze wollen wir hier auf unsere Hauptinsel entsprechend bringen, wo wir den Kaffee natürlich wieder abladen. So, da darf das erste Schiffchen schon mal starten. Und das nächste schicken wir direkt auch in die neue Welt. Natürlich habe ich mir nicht gemerkt, wie die Insel heißt. Also switchen wir hier einmal rüber. Das ist Higuluego. Okay. Und da schicken wir unser Schiff doch mal hin. Ich würde aber sagen, das schicken wir da nicht mit leeren Händen hin, sondern nehmen ein bisschen was mit. Wobei, das produzieren wir da selbst. Dann können wir hier ein bisschen was von mitnehmen. So, und Abfahrt nach Higuluego. So, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, gehen wir auch auf Dreifachgeschwindigkeit. Beim letzten Mal haben wir ja für Sekt gesorgt, beziehungsweise für die Sektversorgung. Heißt, hier sollte jetzt eigentlich alles soweit ganz gut laufen. Und das sollte alles soweit passend sein. Dementsprechend werden wir hier heute zumindest nicht so viel machen. Ich sehe gerade, wir haben ein paar wenige Ingenieure. Okay, das kriegen wir schnell gelöst. Einfach hier ein paar Handwerker upgraden. Fertig ist der Lachs. Ja, dadurch, dass jetzt natürlich der Kaffee fehlt, haben wir da ein Thema. Und wir werden das ganze Thema Kaffeeversorgung durchaus ein bisschen anders angehen als in der Vergangenheit. Oder ja, so wie wir es bisher angegangen sind. Erstmal werde ich hier für ein bisschen mehr Lagerplatz nochmal sorgen. Hier haben wir zwar schon so einiges an Lagerfläche uns gesichert, aber da geht doch locker noch ein klein bisschen mehr. So. Passt erstmal. Dann kommen wir nämlich jetzt auf 1500 Lagerplatz. Das ist doch schon ganz angenehm. Von der Kaffeeproduktion an sich, da werden wir jetzt dazu übergehen, dass wir unsere Gratis-Arbeitskräfte so ein Stück weit nutzen. Wir haben ja auf jeder Insel 200 Arbeiter über. Und wenn ich mir das so anschaue, hier brauchen wir jeweils 10, heißt so eine Insel können wir voll mit Kaffeebohnen hauen. Kaffeeröstereien, das sieht schon anders aus, da kriegen wir nur eine drauf. Aber lasst uns doch hier einfach mal eine Kaffeeplantageninsel draus machen. Ohne hier irgendwas anderes abzugreifen, das können wir dann später immer noch. Wir werden diese Insel einmal von ihrer natürlichen Form ein bisschen befreien. Einmal upgraden und dann werden wir hier die Kaffeebohnen aufbauen. Wenn wir jetzt in Zukunft dann eine richtige Kaffeeinsel aufbauen, werde ich auch da definitiv dazu übergehen, Zeitraffern einzusetzen. Ich denke mal, das wird schon innerhalb der nächsten 2, 3 Folgen dann auch passieren. Aber für diese Folge begnügen wir uns, hätte ich jetzt fast gesagt, erstmal noch damit, dass ich hier die Felder ziehe. Denn das hier kann ehrlicherweise gar nicht so lange dauern. So, hier füllen wir auch wieder schön alle Ecken und alle Kanten aus. Dementsprechend hier einmal wirklich schön bis in die letzte Ecke rein. Und dann haben wir es schon fast. So, auch das darf eins nach oben. Darf hier alles ausfüllen. Und dann schauen wir mal, wie viele Plantagen wir hier überhaupt reinkriegen. Und ob wir nicht vielleicht auch hier nochmal ein bisschen was verschieben. Aber das sieht doch schon ganz okay aus. So, zack, hier die nächste. Das sind schon 168, wow. Ja, also ihr seht, platzmäßig ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Angelegenheit.
Jetzt haben wir hier 67. Ja, okay. Ich hätte es andersrum machen sollen. Nämlich einmal hier anfangen, wo wir eh schon in der Ecke sind. Und dann nach und nach rübergehen. Irgendwas ist auch explodiert. Das müssen wir uns dann auch entsprechend einmal anschauen. Und wir kriegen ja hier jetzt erstmal 20 Farmen tatsächlich versorgt. Und das ist schon für Gratis-Arbeitskräfte relativ viel. Ein Thema haben wir bei der Kaffeeproduktion, wie gesagt, 150 Obrero-Arbeitskräfte. Heißt, die könnten wir entweder auf viele kleine Inseln auslagern oder wir machen eine Obrero-Insel, wo wir dann entsprechend unseren Kaffee dann auch herstellen und die Kaffeebohnen entsprechend verarbeiten. Ja, das klappt so nicht ganz so. Das klappt dann so jetzt besser. Und dann haben wir es doch schon fast wieder. Ich meine, schaut euch die Insel an. Groß ist definitiv anders. Von daher bin ich da sehr, sehr entspannt. Und ziehe hier halt einfach meine Felder. Ich denke mal, wir brauchen hier auch noch ein zweites Lagerhaus. Das eine wird ein bisschen wenig sein. Und ja, Ziel ist es heute definitiv, unsere Einwohner mit Kaffee zu versorgen. Ich hatte ja in der letzten Folge gestern schon gesagt, dass ich mich auch in der Folge um Kaffee kümmere. Dann hat aber der Inselaufbau durchaus noch mal ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Von daher hat sich das dann auch relativ schnell wieder erledigt. Aber auch das ist natürlich so ein Stück weit irgendwo Anno 1800. Man verkalkuliert sich halt gerne mal, wie lange die Sachen dann am Ende wirklich brauchen. Das tue ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ja, ich habe da anscheinend ein Händchen für. So, dann ist hier schon die letzte Farm. Hier haben wir noch ein paar Felder über. Das ist gut. Die 6, 7 Felder sind dann auch egal. Und dann sind wir hier schon mit der Insel fertig. So fertig, dass wir hier auch nochmal für ein bisschen mehr Lagerfläche sorgen durchaus. Das können wir ja mal hier dran bauen. So. Ja, so ein bisschen vermisse ich die Speicherstadt, muss ich schon ehrlicherweise zugeben, ne? So ein bisschen fehlt sie mir. Aber gut, sei es drum. So. Upgrade. Perfekt. Das können wir dann erst mit Stahl und Fenstern upgraden. Die haben wir hier. Und das liefern wir dann auch hier hin. Und dann müsste auch unser anderes Schiff da sein, sodass wir das hier jetzt auch wieder frei haben. Und ja, es wird dann so laufen, dass wir hier die Kaffeebohnen anliefern. Und ich denke mal, hier werden wir nochmal ein paar mehr Einwohner uns hinklatschen, sodass wir da ein paar mehr Möglichkeiten haben. Dann werde ich jetzt auch mal hier endlich unseren Holzspeicher abreißen. Den brauchen wir definitiv auch nicht mehr. Zack. Wir haben nämlich mehr als genug Holz jetzt auf der Insel drauf. So, Fenster einmal weg. Stahl einmal weg. Dann können wir hier nochmal. Ach, Holz fehlt, okay. So. Dann einmal Holz aufladen auf diese kleine Insel. Und so könnt ihr gerade am Anfang sehr, sehr einfach diese kleinen Inseln nutzen. Für Landwirtschaft mit den Gratis-Arbeitskräften. Das geht sich wunderbar aus. Natürlich könnte Tahir jetzt auch sagen, okay, ich habe ja 150 Obrero-Arbeitskräfte, wieso nutze ich das nicht und baue mir einfach einmal eine Kaffeerösterei hier hin. Auch das hätten wir hier jetzt, ja, vom Platz her, glaube ich, nicht ganz machen können. Dafür geht sich das nicht gut genug aus, tatsächlich. So. Aber das sollten wir vielleicht doch in Zukunft dann einmal machen, dass wir zumindest ja so ein bisschen planmäßig auch entsprechend eine Kaffeerösterei draufkriegen, um hier entsprechend Obrero-Arbeitsplätze zu sparen. Weil das werde ich jetzt sogar machen. Das ist gar keine schlechte Idee tatsächlich, wenn wir das so dran bauen. Weil ja, wie gesagt, wir haben die Gratis-Arbeitskräfte, also warum nicht auch nutzen. Und von der Farm her, ja, jetzt haben wir eine Farm dann, die gar nicht mal so viele Fältchen hat. Da fehlen jetzt einige, die wird auch immer meckern, aber generell sollte das doch schon passen. Dann das einmal abladen, hier das letzte Depot aufbauen und dann bauen wir das auch direkt mit einer Steinstraße aus. Ob wir hier wirklich zwei brauchen, steht auch nochmal auf dem anderen Blatt, aber sei es drum.
Wir bauen alle Kaffeeplantagen auf und die Rösterei. So, haben hier also immer noch was über. Ja, Düngesilo können wir nicht verwenden, also könnten wir jetzt schon bauen, aber dadurch, dass wir ja das DLC nicht dabei haben, deswegen wundert mich, dass das nicht ausgegraut ist und wir das wirklich bauen können. Weil wir können gar keinen Dünger produzieren. Interessant. Interessant, hat wahrscheinlich noch nie jemand getestet. Und von den Lagerhäusern würde ich sogar fast sagen, wir können auf eines verzichten, wenn wir das andere voll upgraden. Testen wir das doch mal, weil dann könnten wir mit der Farm hier auch ein paar mehr Fältchen füllen. Und was wir jetzt noch machen, dadurch, dass die Insel kindersicher ist, bedeutet, hier können keine Brände, keine Aufstände geschehen, weil hier keine Einwohner drauf sind. In der neuen Welt ja sowieso kein Pendlerkai. Können wir die Produktivität auch um plus 50% steigern. Auch das ist so, ja, der kleine, aber feine Trick, den man da anwenden kann. Und dann können wir die Kaffeerösterei, dann bauen wir hier nochmal ein ganz klein bisschen um, nämlich auch hier in die Mitte packen. So. Und dann kriegen wir hier auch die drei Farmen nochmal sauberer hin. Ja, das war falsch. So. Ziehen nochmal die letzten Felder jetzt hier auch dann final zu Ende. Und dann reicht das eine Lagerhaus. Weil einmal liefern die Kaffeeplantagen auch zur Rösterei. Das nimmt schon mal ein bisschen Druck von der vom Lagerhaus weg. Und das vollgeupgradete plus das Kontor reichen hier auch locker aus, um entsprechend alles zu versorgen. Und da sehen wir auch, die letzte Farm hat jetzt sogar zwei Fältchen über. Passt also wunderbar hier rein. Und dann ist das fertig. Was wir jetzt natürlich machen müssen, von der kleinen Insel auf die große Insel, entsprechend die einmal die Kaffeebohnen natürlich liefern. Wo haben wir sie? Da. Aber auch einmal Kaffee natürlich, weil wir den ja jetzt hier produzieren. So. Ja, Frachtentsorgen brauchen wir jetzt aus meiner Sicht nicht. Der kann auch ruhig voll hin und her fahren, dadurch, dass wir ja hier nichts anliefern. Und der hier arbeitet eigentlich ganz gut, während der hier kaum ausgelastet ist. Ja, aber ich sag mal, solange die hier mit 150% durchproduzieren, passt das schon. Die können ja auch zwei aufnehmen. Also ich glaube, das ist eine Insel, die so ganz gut und ganz sauber durchläuft, wo wir sogar sagen könnten, na komm, das machen wir, Freunde. Eine Farm setzen wir sogar noch hier unten hin. Dann haben wir einfach nochmal ein bisschen Luft an der Stelle. Boah. 100, als ob das jetzt 131.000 gekostet hat. Wow. Weil er dann eher an das Lagerhaus geht, anstatt an das hier oben. Das nimmt hier oben nochmal so ein bisschen den Druck raus. Könnte man natürlich mit der hier auch nochmal machen, aber komm, das lassen wir jetzt so. Das sollte so eigentlich ganz gut durchlaufen. Dann vermute ich aber fast, dass hier relativ schnell auch das Kaffeelager volllaufen wird, weil wir entsprechend nur ein Schiff haben, was den Kaffee abholt. Und wir müssen hier natürlich jetzt auch nochmal für mehr Kaffeeproduktion sorgen. Denn wir haben ja jetzt hier einiges an Kaffeebohnen, die wir herstellen. Da schauen wir uns einfach mal alle Inseln an. Sehen, Kaffeebohnen 21 Tonnen, 7 kriegen wir gerade mal verarbeitet. Da ist auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial nach oben drin. Dementsprechend bauen wir hier nochmal ein paar Kaffeeröstereien hin. 1, 2, 3. Dann geht hier locker noch eine. Und dann können wir auch hier die Felder ein bisschen anpassen. Dass man hier zubaut oder dass wir hier zubauen. Und dann hier ein bisschen mehr Platz uns wieder schaffen. Entsprechend für die Röstereien. Wobei das, wenn wir das so machen. Also ich probiere jetzt halt ein bisschen rum, um auch hier platzeffizient zu arbeiten oder zu bauen. Und wenn wir, ach komm, das ist mir jetzt zu aufwendig, wenn wir das auch so drehen, dann kriegen wir das nämlich so hin. Hier kriegen wir wieder die Felder reingezogen, die da mal drin waren. Bauen, das hier einmal upgraden auf Maximum. Und dann gucken wir uns den ganzen Lachs nochmal an. Sehen, jetzt verbrauchen, haben wir schon 15 Tonnen. Und was sagt der Kaffee? Da produzieren wir jetzt schon genug. Den müssen wir jetzt natürlich nur noch sauber exportiert kriegen. Aber auch das, da bin ich guter Dinge, dass wir das
durchaus jetzt hinbekommen werden. Auch hier nochmal der Weg. Nochmal ein zweites Lagerhaus definitiv. Kohlemäßig sieht es jetzt natürlich so aus. Wir haben jetzt die Kaffeeproduktion aufgebaut. Haben aber so, ja, das Problem in Anführungszeichen, dass wir den Kaffee noch gar nicht anliefern. Dementsprechend müssen wir da natürlich noch ein bisschen was tun. Apropos was tun. Wir brauchen ein paar mehr Obrero-Arbeitskräfte. So, dafür haben wir jetzt gesorgt und damit haben wir jetzt eine ganz gute Kaffeeproduktion schon mal mit sehr, sehr einfachen Mitteln und sehen hier 21 Tonnen an Kaffeebohnen produzieren wir, 19 Tonnen brauchen wir. Das passt also, dass wir auch ein bisschen für den Transport an Puffer haben und auch beim Kaffee an sich. 19 Tonnen produzieren wir, 12 gehen rüber. Jetzt müssen wir nur noch auf die Lagerbestände achten. Hier können wir auch nochmal ein Lagerhaus upgraden. Beziehungsweise dann eigentlich auch beide einmal oder zweimal upgraden, so, weil die auch so leicht überlastet waren. Auch das hier kann mal auf Maximum gehen. Warum nicht? Ich würde sagen, wir haben die Kohle, aber bei negativer Bilanz sieht das Ganze ein bisschen schwierig aus. So, hier ist ein bisschen was kaputt gegangen. Taste J könnt ihr verwenden, um das Ganze auch wieder aufbauen zu lassen. Aber woran? Ist da ein Aufstand? War da ein Aufstand? Vermutlich, ne? Vermutlich war da sowas wie ein Aufstand. Okay. Wir verzichten hier mal auf ein Haus, damit wir hier unten nochmal eine Feuerwehr reinkriegen. Die können wir auch so verbinden. Dann haben wir hier keine mehr. Okay. Also das Thema Feuerwehr nehme ich schon sehr ernst. Deswegen baue ich auch relativ engmaschig so ein Netzwerk von Feuerwehren auf. Und verzichte durchaus auch auf ein, zwei Häuschen dafür. Einfach, weil es sich lohnt. So, jetzt haben wir hier natürlich auf relativ engen Raum 4 Feuerwehren, aber weil die Wege halt hier auch alle weit sind. Ob wir jetzt hier auf ein Haus verzichten und eine Feuerwehr bauen oder eine Querstraße und auf ein Haus verzichten, spielt an der Stelle mal gar keine Rolle. Dann können wir, ja hier passt es doch eigentlich, hier kriegen wir den Stahl nicht weg, okay. Hier kriegen wir den Stahl nicht weg, heißt, welche Insel ist es? Diese hier, oder? Ist das unsere Stahlinsel? Ja. Wir werden den Stahl mal hier rüber liefern auf unsere Hauptinsel. Wir produzieren hier ja genug. Von daher kann das ja auch definitiv nicht schaden, wenn wir uns da den Stahl ranholen. Ja, Feuer. Also hier war wirklich Feuer das Thema. Alles klar. So, dann kriegen wir nämlich auch hier unser Lager voll und wir werden direkt mal noch ein zweites Schiff auf unsere Kaffeeroute setzen. Da sage ich einfach aus meiner Erfahrung raus, dass das eine Schiff bei der Produktion, die wir jetzt angeleiert haben, nicht reichen wird und hier irgendwann das Kaffeelager vollläuft. Also lieber ein Schiffchen mehr, als am Ende das Nachsehen zu haben und eins zu wenig zu haben. Nach selben Prinzip übrigens können wir dann jetzt auch vorgehen, denn wir brauchen ja auch noch Zigarren. Dafür brauchen wir die Kunstschneiderei, das können wir aber auch in der alten Welt machen. Aber wir brauchen halt Tabakplantagen und wir sehen 4 Plantagen für einmal die Zigarrenmanufaktur. Das ist schon nicht ohne. Hier brauchen wir tatsächlich dann die Zuckerraffinerie und Kakao. Also auch Schokolade, wenn wir es selber herstellen und wir müssen es ja, weil wir keine Items haben, ist hier ein Riesenthema. Aber da können wir auf so eine Insel hier auch 2 bauen. Das passt eigentlich ganz gut an der Stelle. Ja, und der langweilt sich natürlich hier, weil der Weg kurz ist und so viel Produktion fließt hier dann nicht raus. Heißt, da werden wir dazu übergehen und den wahrscheinlich hier über 2, 3 kleine Inseln jagen. Damit sich das am Ende ausgeht. So, hier können wir mal schauen. Der kostet 75 Obreros. Okay. Heißt, davon könnten wir 2 Stück bauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Denn wir brauchen ja in Zukunft auch ein bisschen mehr an Öl. Und auch das ist jetzt schon ein Thema, um das wir uns durchaus mal kümmern sollten, dass wir entsprechend jetzt auch anfangen, ja, Öl abzutransportieren. Und das machen wir oder versuchen wir natürlich hier auf dem kürzesten Wege.
Dann machen wir noch einen, dann kriegen wir nämlich hier ein paar Lagerhäuser noch dran. Nämlich exakt 2 Stück. Und dann können wir nämlich hier einmal für eine Ölproduktion natürlich sorgen. Aber haben ja auch Platz und können hier nochmal ein paar Felder dranhauen. So, jetzt ist die Frage, welcher Weg ist kürzer? Hier oben hin? Oder hier unten hin? Gut, am Ende spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle. Dann baue ich den aber ehrlicherweise lieber hier oben hin. Hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Na, geht es noch einen rüber? Nee, da reicht dann der Hafenbereich nicht mehr. Okay. Das ist also das Maximale der Gefühle. Okay. Hat einen ganz einfachen Grund, weil hier geht es zur Karte raus. Heißt, hier ist dann der Weg für die Tanker ein bisschen kürzer. Und auch das ist ein Thema, was wir uns zu Nutzen machen können. Dementsprechend sollten wir uns das auch zunutze machen. Ah, da geht keins mehr hin. Okay. Wie können wir das denn handhaben, dass hier noch ein Lagerhaus mehr reingeht? Alles querbauen vielleicht? Vielleicht ab hier alles querbauen? Oder insgesamt alles querbauen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Ich würde sagen, das ist doch mal effektiv gebaut. Das passt ganz gut. Und da ist dann auch unser Schiffchen angekommen. Und da werden wir jetzt die ersten Schienen hinsetzen. Das kann eins nach vorne ohne Probleme. Ja, nicht die Revolution ausrufen. Was macht ihr denn? Dann können wir nämlich das Ganze einmal hier verbinden. Können hier entsprechend überall Farmen hinsetzen noch. Und die Insel wirklich auch wieder optimal ausnutzen. So, hier reißen wir wieder einmal. Ihr kennt das. Wenn wir eh eine Farminsel machen, dann können wir auch hier ganz entspannt das ein bisschen nutzen. Und die Insel schon mal freiräumen. Ja, das hier kostet jetzt natürlich auch schon Kohle. 100 Münzen. Aber wie gesagt, wir brauchen es ja. Hier sind Aufstände, die nicht geregelt werden. Deswegen gehen auch die Gebäude kaputt. Das ist schlecht. Jetzt kann ich die natürlich auch nicht abreißen, ne? Heißt, ich muss da nochmal was Richtung Polizei auch tun. Wenn sie hier meinen zu randulieren. Baue ich das ins Stadtlayout vielleicht sogar ein? Hier haben wir ja ein Plätzchen frei. Dann passt nämlich hier perfekt die Polizei hin, die dann hier entsprechend alles abdeckt. Ja, müssen wir so machen. Müssen wir so machen. So haben wir dann auch die Lücke geschlossen. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Dasselbe könnten wir hier machen, wobei hier dann nochmal eine Polizei wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Aber dass die hier die Gebäude zerstören, das ist nicht in Ordnung, meine Guten. Das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir gleich nochmal hin und das Ganze regeln. So, wir haben inzwischen für Kaffee gesorgt. Boah, die Schiffe gehen auch gut weg, ne? 500 pro Schiff. Und da müssen wir gucken, dass wir, also Schiffe, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Die hauen uns nämlich in die Minusbilanz. Uiuiuiui. Wie kriegen wir das denn geregelt? Ach du. Wie kriegen wir das denn geregelt? Da habe ich ehrlicherweise gerade noch keine Idee. Wenn ihr eine Idee habt, lasst es gerne in den Kommentaren einmal da. Wie wir das mit den ganzen Routen und Schiffen machen sollen. Weil 500 pro Schiff, da sehen wir es, Handelsschiffe 7000 minus. Eieieiei, 7000 minus. Das ist schon enorm. Das ist schon enorm, würde ich sagen. So. Natürlich tun dann so Überproduktionen auch nicht unbedingt gut. Auch hier, ne, die Lagerhäuser kosten auch alle. Ja, nur 20 Unterhalt, aber x mal 20 ist dann halt auch am Ende wieder relativ viel. Von daher sollten wir da auch drauf achten. So, da wir jetzt keinen Kaffee brauchen, würde ich fast sagen, was machen wir denn als nächstes? 50.
150. Sollen wir hier mal eine einmal Schokolade herstellen? 50, 150. Ja, da. Ja. Die kosten ja auch schon 150. Heißt, wir könnten hier höchstens dann noch den Zucker herstellen, müssten aber alles andere rüberliefern. Oder wir machen hier nur die Kakaobohnen. Oder wir machen hier nur die Kakaobohnen. Was natürlich auch jederzeit noch eine Variante ist. So. Heißt, wir brauchen irgendwo hier ein Lagerhaus, egal wo. Und schauen mal, Kakaobohnen. Erstmal auf Blaupause bitte. 128 Felder, okay, das geht ja sogar noch. Dann schauen wir jetzt mal, wie viele Farmen wir hier brauchen. Ich würde fast sagen, zwei reichen schon, fast aus. Ja, nee, eine dritte wäre noch gut, okay. Eine dritte wäre noch gut. Jetzt geht es hier aber los mit den Aufständen, ne? So, dementsprechend müssten wir auch die Schiene einmal versetzen. Weil das ist ja das geringste Problem. Da sind wir ja wirklich flexibel, weil auch die Züge, die bremsen sich halt nicht aus. Die bremsen sich halt absolut nicht aus. Und dann machen wir das jetzt mal in selber Manier, wie wir es drüben auch schon falsch gemacht haben. Natürlich. Wieso sollte man auch aus Fehlern lernen? Das wäre ja, das wird das Leben ja viel zu einfach machen. So, wir fangen nämlich mit den obersten Plantagen an, ziehen da dann entsprechend einmal alles zu und machen dann mit der untersten erst weiter. Oder schließen es mit der untersten ab. Und da geht noch eins, okay. Eins brauchen wir hier noch. 114, da kriegen wir nochmal drei raus. Ja, machen wir hier nochmal einen kleinen Abzweig. Denn nochmal hier alles umplanen muss jetzt nicht sein. Drei Stück, ne? Eins, zwei, drei. Die kommen hier hin. Dann können wir hier drei abreißen. Die soll nämlich dahin. Und dann kriegen wir nochmal hier drei dran. Und dann ziehen wir nämlich hier noch Fältchen lang. Soweit wir es entsprechend auch brauchen einfach. Reißen wir doch hier nochmal ab. So. Weil der Zug bremst hier nicht bei diesen Lücken. Und das ist das Angenehme daran. Wo ist denn mein Schiff? Da ist es. Ja, machen wir erstmal so. Dann darf es nämlich hier wieder rüberfahren. Da können wir auch bald upgraden, wenn wir die Fenster haben. Und hier Öl, ja, da brauchen wir natürlich auch wieder Öltanker. Die kosten auch wieder Geld. Alles gerade ein bisschen schwierig, was die Kohle angeht. Alles gerade ein bisschen schwierig, was die Kohle angeht. Aber hier schon mal ein Vorteil. Das hier können wir, passt hier ja perfekt rein, ne? Das ist wieder so dieser innere Monk, der das bei mir ja, freut, dass das einfach so sauber funktioniert. Dann ziehen wir nämlich hier die Felder. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4. Das sollte aber passen. Dann können wir nämlich hier noch eins hinsetzen. Und mal schauen, wie wir die Straße dann noch verschieben müssen. Denn hier wird definitiv noch eine Farm rein müssen. Damit sich das hier gut ausgeht auch. So. Und so. Aber dann haben wir hier wieder das Thema, dass wir hier nochmal ein paar Felder mehr brauchen. Das machen wir jetzt relativ simpel. So. Und so. Ja, ist eine kleine Lücke, aber hier haben wir ja eh nichts, was hier langfahren muss. Weil die gehen hier unten zum Lagerhaus, also zum Kontor an der Stelle. Deswegen brauchen wir da nichts an der Stelle tun. So, dann machen wir die Insel heute auf jeden Fall noch schnell fertig. Weil so viel Aufwand ist es jetzt tatsächlich nicht mehr, den wir hier betreiben müssen. Drei, ja komm, bauen wir noch eine vierte hier hin.
Dann haben wir hier unten nämlich schön auch 4 Stück. Das reicht auf jeden Fall aus. Und schauen, dass wir jetzt hier oben schon mal in die Ecke wieder kommen. Und das Ganze jetzt auch mal schließen. Und dann schließen wir auch hier alles. So. Und dann geht nämlich noch... Ah, wir müssen hier noch rüber, ne? Ich will ja hier auch noch eine Farm reinhauen eigentlich, um den Platz nicht zu verschwenden. Da ist jetzt aber die Frage, da sind alle Türme. Entweder hier rüber. Ah, ich war hier wieder mit dem Felderziehen ein bisschen voreilig. Okay, ich sehe schon. Oder entsprechend hier rüber. Also so schließen. Da wissen wir aber schon, das passt ja eh nicht. Und dann hier die Plantage rein. So. Und mit der kommen wir nämlich dann hier schön in die Ecke rein. Ja, das lässt sich hier leider nicht vermeiden. Die Kacheln sind immer tote Kacheln, egal was man macht. Hier können wir nochmal ein bisschen optimieren. Und hier schauen wir mal, wie viel wir davon noch brauchen. Aber da brauchen wir fast alles von, ne? Und komm, ja, die zwei Felder sind dann auch egal. Die zwei Felder sind dann auch egal. Dann nehmen wir uns lieber die noch mit. So, dann haben wir nämlich auch hier alles optimal ausgenutzt, würde ich fast sagen. Und ziehen dann hier auch noch die Felder zu Ende. Und haben natürlich auch hier noch ein Thema. Da ist nämlich dann hier jetzt Schluss. Das bedeutet aber auch für die Straße, dass sie im Prinzip so lang gehen müsste. Ja, sieht erstmal komisch aus. Ist es auch. Ja, hier wäre besser, ne? Hier wäre besser, wenn die hier ist, die Farm. Dann haben wir hier nicht so viel Weg. So. Ändert ja nichts am anderen Platz. So, dementsprechend haben wir hier was abgerissen. Eins noch, okay. Weil ich möchte hier natürlich auch möglichst wenig ja, hin und her haben. Oh. Eins, zwei, drei. Sondern, ja, also möglichst wenig Kurven, die dann ausbremsen. Wir brauchen ja hier auch irgendwo noch ein Lagerhaus, wo er hier auch hinkommt. Das setzen wir dann mal hier hin. Und jetzt gucken wir nochmal, ob sich das hier wieder ausgeht. So. Aber das sollte sich ja jetzt bis auf zwei Felder ausgehen. Oh, wir haben mehr Platz als... Warum haben wir denn jetzt mehr Platz als vorher? Was habe ich denn anders gemacht? Komisch. Aber... Das nutzen wir auch. Dafür aus. Haben wir hier auch wieder 4-5 Felder gewonnen. Warum denn nicht? Wahrscheinlich brauchen wir sie jetzt noch nicht mal. Wenn ich jetzt hier eine Plantage hinsetze, füllt die noch niemals alles aus. Und die zweite kriegen wir hier eh nicht mehr hin. Ja. Ja, ja, ja. Hier haben wir jetzt nämlich eine große Lücke. Läuft also. Aber wir können ja noch einmal Zucker produzieren hier, ne? Wir können einmal Zucker produzieren. Dafür reißen wir doch mal die und die nochmal ab. Weil ich weiß... Oh, die sind sogar... Die ist sogar kleiner. Heißt, wir gewinnen noch mehr Platz. Weil die hat auch 128 Felder als Bedarf. Ja, ich weiß, ich überziehe jetzt heute ordentlich. Aber ich möchte das jetzt fertig kriegen. Kennt ihr das, wenn ihr diesen Ehrgeiz habt? Schrecklich. Schrecklich, sage ich euch. Aber das jetzt in eine nächste Folge packen, macht für mich tatsächlich keinen Sinn. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Dann können wir nämlich hier das hinpacken. Was entsprechend hier alle Lücken füllt. Und hier einmal gerade abschließt. Da einmal Zucker. Da haben wir nämlich die zwei Plantagen, die dann hier hinliefern sollen.
Dann können wir das auch vielleicht so abändern, dass die wirklich dahin liefern. Ah, jetzt fängt der Perfektionismus an. Grausam. So. Ja, das lohnt, die Farm zu betreiben mit 32 Feldern, lohnt sich einfach gar nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, was sollen wir hier noch reinmachen? Was wäre so eure Idee dafür? Lasst das gerne mal in den Kommentaren da und dann sehen wir uns wieder morgen in einer weiteren Folge. Ups, da habe ich das Falsche angeklickt. Was habe ich denn angeklickt? Egal. Wir sehen uns, wenn ihr denn mögt, wieder morgen in einer weiteren Folge Anno 1800 Vanilla. Wenn ihr noch kein Abo mitgenommen habt, nehmt natürlich ein Abo mit und vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Zebra. Ciao.